Hallo, mein Name ist Salim Samatu von Rebel Comedy und ich bin heute hier bei Dislike. Adolf, schon mal ein scheiß Name für den Anfang. Adolf Hitler, Inder sind immer lustig, weiß man doch aus amerikanischen Comedians. Der hat's verstanden, Mann. Harold und Kumar, Rajesh, The House. Markus Müller. Safe Fake Account. Der reinste Psychopath. Der reinste Psychopath. Was fehlt da was? Nee, du bist der reinste Psychopath, meinte er damit. Ach, ich? Joachim Sudergaard sagt: Netter Kerl. Dankeschön. Muss aber noch was üben. Okay. Redet ohne Punkt und Komma. Kannte ich bis dato nur von meiner Frau. Zwei crazy. Soll das etwa witzig sein? Die sollten besser wieder einen Weißen auf die Bühne stellen. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr in die Sonne gehen und dann bist du hoffentlich zufrieden. Dann bin ich back to whiteness. Michael Jackson-Syndrom. Also Senna, wie kann man nur so einen Müll fabrizieren? Es geht zu Ende mit Deutschland. Eine Eskalation des Jahrtausends, Alter. Holy shit. Redneck, Stomp, good man. Ich bin ein Nazi, aber, und jetzt, hui, in seinem Kopf kann man, in seinem Kopf kann man bestimmt einen Drachen steigen lassen. Ich glaube nicht, was das heißt, Mann. Kick 3000. Es wäre überhaupt nicht verwunderlich, wenn diese Komiker seine Hose runterziehen würde und einen Haufen auf die Bühne scheißen würden, würden sie sicher auch noch alle klatschen. Ja, natürlich, gerade dann, Mann, das ist das Lustigste, was du machen kannst. Die Bühne, einen Haufen legen, Augen drauf, Kack-Emoji, real life. Funniest shit ever. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Joko Blend, die deutschen Comedians sind eine Schande für unser Land. Ist das für mich noch? Erstmal danke. Du bist auf jeden Fall kein Rassist. Also er sagt die deutschen Comedians. Also sieht er mich schon mal unabhängig von meinem Aussehen als Deutscher. Gut. Aber dann eine Schande für unser Land. Wie hat er es geschafft, dieses im ersten Satz wie Gandhi zu klingen und im zweiten wie Hitler im Sportpalast? Wie hat er das geschafft? Joko Blend, respected, habe ich vorher noch nie so gesehen. Lelouch, Lampe Rouge. Salim ist der beste Comedian mit Kaya Jana. Ich hoffe, er wird mal sehr berühmt wie Kaya. Riesenehre, Kaya Jana, Vorbild des Jahrtausends. Er ist unser George Washington. Also da meine ich, er hat Ausländer ins Fernsehen geholt. Respekt. Ich hoffe, er wird mal sehr berühmt wie Kaya. Mua, danke dir, vielen Dank, mit Kaya verglichen zu werden. Wirklich eine große Ehre für mich. Danke sehr. Vielen Dank, Leute. Ich war gerade bei Dislike, wurde etwas geraped, aber das Kommentar am Ende war sehr wohltuend. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Kann ich jedem empfehlen. Hater for life. Hey, vielen Dank, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese verbale Steinigung. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, klickt hier oder hier oder hier oder guckt euch direkt das von Farid Bang an. Das ist das Lustigste von allen. Oder hier oder hier. Ich hoffe, das ist perfekt.